Kasse 6 wird heute nicht nur kassiert, sondern auch geflirtet. Er, Lockvogel Nummer 1, findet sie, Lockvogel Nummer 2, einfach toll. Und das hat Folgen. So, ein sympathisches Lächeln. Danke. Soll ich Sie vorlassen? Gerne. Kommen Sie doch einfach vor. Entschuldigen Sie bitte. Okay. Oh, kommen Sie doch einfach. Wir wechseln. Nee, ich muss jetzt schon bezahlen. Ich gebe Ihnen aber mal den Koffer. Ja, na klar. Vielen gut. Dank. Sie verstehen Danke. Das doch. Nee, die Frau ist mir doch so sympathisch. Nee. Oh. Also vielleicht die 9,41 Euro jetzt mal von Ihnen. Dass also das wenn Sie das machen, können. Lasse ich das stehen. So. Sehr lecker. Ich koche halt immer frisch. Er wartet auf Sie. Aber Sie können jetzt nicht einfach den Korb wieder dahinter stellen. Er hat mich ja gerade vorgeholt. Dem jungen Glück sollte man noch nicht im Wege stehen, oder? Also hat sie ja jetzt schon meine Spaghettis abkassiert. So, das ist ja. Ach, sind Sie so nett. Das ist ja der tolle Trick. Da stehe ich aber das schon da vorne. Ich bin doch schon fertig. Aber weil Sie so nett sind. Danke. Aber Vorsicht, das geht alles noch. Jetzt haben Sie Kuddelmuddel gemacht. Sie haben jetzt meins. Ja, aber. Was? Ja, das gehört mir. Deswegen, wir haben nicht aufgepasst. Aber das kann ich gut zum Kochen nehmen. Das ist nee, perfekt, dann nehme ich nee, das. Nee, nee, das brauche ich. Nee, lass es Nein, nur drauf, ich das ist okay. Das. Gute Frau, ich muss auch kochen. Ja, aber Moment. So, das gehört mir hier. Nee, dann nehme ich wenigstens den einen Käse. Na, ich glaube, Ihnen gibt's. Das habe ich hier so eingepackt. Jetzt müssen wir aufpassen hier. Nee, also zum Kochen brauche ich schon noch ein bisschen Käse. Ja, dann holen Sie den sich doch bitte. Ja, aber Sie stehen doch hinter mir, Sie können doch sich den also Käse holen. Sie mal. Jetzt geht's aber los. Wo sind wir denn hier? Ich glaube, da muss ich jetzt bald jemanden holen. Also erstmal bezahle ich jetzt hier und dann nehme ich diesen Käse. Fertig. Nein, wo sind wir denn? Jetzt holen wir mal den Chef. Holen Sie den Chef, das geht es nicht. Ich mach doch aber sollen jetzt Sie einfach Sie können neu gehen, können doch, den Käse holen. Ich hab Käse ich hier. Ich hätte wunderbar funktioniert. Aber vielleicht. Nein. Aber ich könnte schon noch ein bisschen was immer. Tomaten könnte ich nämlich auch gebrauchen. Ich nehme einfach die Tomaten, das ist doch egal. Nein, das geht viel schneller. Okay, dann bezahle ich halt. Das gibt's ja nicht! Haben Sie das Schild gesehen? Das Schild? 80 Sekunden, 80% Rabatt. Und das ist noch nicht alles. Wir bekommen noch einen Gutschein im Wert von 1.000 Euro. Ich bin der 80. Moment, das ist mein. Eigentlich wäre es Ihres, aber ja. Sie ja, sind Moment. Jetzt. Also ich habe das in der Kasse drinstehen mit Ihren Artikeln. Ich, Wahnsinn, den habe ich jetzt gewonnen. Nee, danke. Den habe ich gewonnen. Nein, den habe ich. Wieso? Gewonnen. Ich stehe ja hier. Sie sind die 80. Sie sind die 80. Ja. Warum stehen Sie hinter mir? Okay. Ich bin der 80. Kunde. Das ist jetzt Pech. Aber wirklich leid. Ja, also jetzt sind Sie bitte und gehen. Wollen Sie mir nicht wenigstens gratulieren? Nee. Will ich nicht. Wenn Sie sich vorher entschuldigen, dass Sie meinen Käse. Das ist toll. Ich denke, das ist ein abgekartetes Spiel. Mir meine Sachen wegzunehmen und nachher diesen Trick, also das ist nicht in Ordnung. Aber ich fand das halt so nett, weil ja, die beiden nicht sympathisch waren. Das kann ja ein Trick sein. Und deswegen fand ich das so nett, dass Sie vorgelassen haben. Ja, jetzt holen Sie den Chef, bitte. So, jetzt sind Sie Schluss. So gut. Und aber ich glaube, der Chef mit dem Joghurt, ich weiß nicht, ob der Chef ist. Ja, sagen Sie mir, machen egal, Sie da ja auch noch Sache? Mit, oder wie? Ja. Machen Sie ja mit. Ich mache mit, ja. Ja, mit und was? Sie auch. Mit Verstehen Sie Spaß. Genau.